Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um meine Favorite Nike Sneaker. Los geht's. So, Leute, wie mir doch schon gesagt, in dem heutigen Video geht es um meine quasi Nike Sneaker, die ich besitze und auch zeitgleich meine Favorite Sneaker sind. Es sind nicht alle meine Nike Sneaker. Ich habe noch mehr zu Hause. Aber das sind so aktuell so meine Favorite Sneaker, die ich trage. Und dementsprechend dachte ich, wir gehen die einfach mal durch, zeige euch die. Vielleicht kennt der ein oder andere ein paar Modelle, sind auch ein bisschen was Special dabei. Ein paar Sachen sind ganz Standard, aber ich denke, so ein paar coole Nike-Sneaker kann man immer mal sich anschauen. Dementsprechend will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen einfach mal an mit Paar Nummer 1. So Leute, Paar Nummer 1 habe ich in der Tat an. Und zwar sind das einfach ganz clean weiße Air Force One, die ich jetzt extra hier nicht aufgeführt habe. Die zählen auf jeden Fall dazu. Aber im Prinzip, das echte Paar Nummer 1 ist im Prinzip dieses Nike Air Force One. Das hat einen bestimmten Namen, das Pack. Es kam raus bei Zalando, es kam bei verschiedenen Stores raus. Und ich trage den Schuh relativ selten, muss ich sagen. Ist ein sehr, sehr schöner Schuh, sehr schöne Farben. Dieses Beige, Grauen und Weiß gefällt mir extrem gut dazu. Sind da drin noch so cremefarbene Schnürsenkel, finde ich extrem nice. Da kommen wir gleich noch zu. Und ist ein sehr, sehr schöner Schuh, muss ich sagen. Ich trage den, wie gesagt, relativ selten. Die Sohle ist kaum abgenutzt. Ich habe den vielleicht 4-mal angehabt oder so. Den könnte ich ruhig etwas öfter tragen, aber gerade jetzt, sag mal jetzt in der Winterzeit, ist es auch teilweise einfach zu schade, dass er im Prinzip dreckig wird, aber das ist quasi Paar Nummer 1. Nicht wundern, ich habe das nicht aufgereiht, dementsprechend gehe ich da Freestyle einfach von links nach rechts und wir machen weiter mit Paar Nummer 2. Paar Nummer 2 sind im Prinzip zwei Paar Nike Flyknit Trainer Plus. Die sind bekannt geworden damals, einmal in einem schwarz-weißen Colorway und einmal in einem weißen Colorway. Einmal sind die gefüttert, das heißt innen drin das Innenfutter ist gefüttert und die weißen sind ungefüttert. Den hier konnte ich mir damals auf Nike sneaken. Die habe ich mir sogar damals Secondhand gekauft, also quasi bei Resellern. Das sind so quasi meine Sportschuhe, so wenn es gemütlich sein muss. Ich muss sagen, ich habe die echt gut runtergerockt. Die Sohlen sind auch von beiden Varianten wirklich gut genutzt. Also ich trage die relativ häufig, sind super bequeme, leichte Schuhe, die aber auch einen coolen Hype haben. Ich müsste das weiße Paar machen, mal ein bisschen sauberer machen. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Schuh, den man im Sommer wirklich cool tragen kann, wirklich super gemütlich ist, atmungsaktiv, also sehr schön zu tragen ist. Diese Flyknit Upper ist wirklich super angenehm. Und ich bin mega happy über die Schuhe, weil, ja, ab und zu kommen die mal wieder raus. Ich habe den sogar noch in einem grau-blauen Colorway, aber den habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Den nehme ich meistens zum Sport und dementsprechend, das sind so quasi meine, ja, keine Ahnung, Flyknit, die ich noch wirklich oft trage. Das Thema Flyknit war ja vor ein paar Jahren mal so wirklich modern. Ich habe den auch wirklich, ich hatte auch viele Flyknit Racer. Ich blende euch mal eben ein, wie die Schuhe aussahen. Aber die habe ich nach und nach wieder verkauft oder auch teilweise verschenkt. Ich habe nämlich beim Umzug auch viele Sachen an Leute verschenkt oder auch gespendet, so dass ich da nicht quasi alles mitnehmen musste, weil ich viel zu viele Schuhe hatte. Keine Ahnung. Hat sich leider im Laufe der Zeit angesammelt, aber ich kann euch sagen, die Schuhe würde ich auf jeden Fall niemals abgeben. Sind sehr, sehr schöne Schuhe, sehr bequem. Und das sind auf jeden Fall mein Paar 2 und 3. Machen wir weiter mit dem nächsten Paar. Und das nächste Paar sind einfach simple, weiße, all white, triple white, nennt sich die Jordan 1 in Low. Ich muss sagen, ich habe den Schuh zuletzt wirklich sehr lieben gelernt. Ich finde es eine sehr schöne Silhouette, sehr angenehm zu tragen. Schön, weil der auch vor allen Dingen vorne im Fußbereich ein bisschen breiter ist, nicht ganz so eng geschnitten ist. Und da muss ich sagen, ich bin schwer überrascht gewesen, auch wie der Schuh. Und das ist für mich persönlich auch immer wichtig, wie der Schuh von oben aussieht, wie der Schuh von oben quasi auf einen selber wirkt. Denn das ist ja quasi den Winkel, den man am meisten sieht. Gefällt er mir extrem gut. Und ich muss sagen, ist ein sehr schöner, cleaner, weißer Nike, dementsprechend wirklich zufrieden und gerne habe ich den quasi in meiner Daily Rotation und dementsprechend ist das hier auf jeden Fall auch ein Schuh, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann, gerade auch für den Sommer, wirklich ein sehr schöner Schuh. So Leute, bleiben wir beim Thema Jordan 1 und Jordan 1, dem einen oder anderen dürfte das hier bekannt sein. Das ist ein Jordan 1 Bred. Ich muss sagen, ich glaube, einer meiner selten getragensten Nikes, die ich habe.
Ich habe mir den damals, ich glaube 2018 kam der nochmal raus. Ich bin jetzt, müsste jetzt lügen, 2017, 2018 kam der nochmal raus und ich konnte mir den damals auf der Nike Sneakers-Seite auf jeden Fall ergattern. Ist der Jordan 1 Bred in High. Ist ein legendärer Schuh, muss ich nicht viel drüber sagen. Wirklich ja, weltbekannt. Und dementsprechend habe ich ihn einfach meiner Sneaker-Sammlung. Ich muss sagen, ich bin damals auf das Thema Jordan so ein bisschen aufmerksam geworden. Und zwar auf Tumblr, muss ich zugeben. Denn Tumblr war für mich oder ist auch für mich immer noch eine Plattform, wo man sehr, sehr cool unterwegs sein kann und einfach Inspiration. Ich hatte damals verschiedenste Seiten und da gab es verschiedenste Fotos mit dem Brad, dem Royal und den Shadow zusammen, John 1. Und das waren sehr, sehr coole Sneaker, die ich mir im Prinzip dann irgendwann mal ergattern konnte. Ist natürlich auch die, ich sag mal, die letzte Version, die rauskam. Nicht ganz so diese schöne Form hat, diese nicht so ganz diese Retro-Form hat, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden, dass ich den in meiner Kollektion habe und ja, eigentlich müsste ich ihn wirklich öfters tragen, ich komme nur nicht wirklich dazu, aber trotzdem sehr nice, dass ich ihn habe. So Leute, kommen wir zum nächsten Schuh und der nächste Schuh ist Nike Dunk High in diesem Vapor Grey Colorway. Ich muss sagen, es ist ein schöner Colorway, gefällt mir auch extrem gut, der Schuh, aber ich kann euch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die Schuhe, finde ich persönlich, einen sehr krassen Hype haben, aber sehr ungemütlich sind und von der Verarbeitung, vom Leder etc. nicht wirklich sehr hochwertig sind. Ich finde persönlich, dass die Nike bei diesem, ich sag mal, bei diesem Drop, der zuletzt online kam, oder bei den letzten Schuhen, bei den Nike Dunk Highs, die da rauskamen, auf jeden Fall vieles falsch gemacht haben. Die sind auf die breite Masse gegangen und dann haben die im Prinzip auch die ganzen Materialien von den Schuhen geändert. Und in dem Fall ist es einfach ein sehr schöner, schlichter, cleaner Schuh. Aber ich kann euch sagen, ein bisschen enttäuschend, ein bisschen, er drückt auch ein bisschen, ist nicht ganz optimal. Trotzdem ein sehr schöner Schuh, den ich gerne in meiner Kollektion habe und auch gerne trage. Aber man muss quasi ehrlich sein, dass der Schuh im Vergleich zu älteren Modellen, und ich habe noch einen älteren Nike Dunk Low, den ich euch gleich noch zeige, einfach was ganz anderes ist und ein bisschen enttäuschend ist. Trotzdem, wie gesagt, gerade wenn ihr jetzt quasi auf Nike Dunks gehen wollt, das ist der richtige Zeitpunkt. Die Schuhe kommen raus, die Schuhe sind, ich sag mal, relativ günstig beim Resellern zu kaufen, in Anführungsstrichen. Und dann könnt ihr das gerne abchecken. Aber ich würde sagen, ja, ein bisschen Kompromiss müsst ihr eingehen, im Gegensatz zu älteren Modellen. Trotzdem ein sehr schöner Schuh und ich bin sehr froh, dass ich auch diesen Schuh in meiner Kollektion habe. So Leute, kommen wir weiter zum nächsten Schuh. Und der nächste Schuh, wie ihr schon seht, ist quasi das Gegenstück zu dem Brad. Und das ist der Royal Nike Jordan 1 High in Royal in diesem blau-schwarzen Colorway. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Schuh, ähnlich wie der Brad. Ich glaube, der kam sogar ein Jahr später raus. Konnte ich mir den ergattern vor Jahren mal und ist ein sehr schöner Schuh, muss ich sagen. Und ja, auch den trage ich wirklich viel zu selten. Man sieht das auch von unten, kaum genutzt, kaum getragen. Ja, man müsste sich im Prinzip dazu nicht zwingen, aber im Prinzip einfach dazu auffordern, selber sowas öfter zu tragen. Ich bin, um ehrlich zu sein, nicht so ganz der High-Top-Sneaker-Fan, aber zuletzt bin ich so ein bisschen mehr auch dahin gekommen, auch durch einen Schuh, den ich euch gleich noch zeige. Und ja, die Schuhe sind auf jeden Fall sehr cool, aber sind auch sehr auffällig. Ich finde es immer nicht ganz so nice, so auffällige Schuhe zu tragen, aber ab und zu kann man das mal machen. Dementsprechend bin ich auch trotzdem sehr froh, dass ich den in meiner Sneaker-Kollektion habe und ihn rocken kann. Und dementsprechend, das hier ist mein Nike Jordan 1 Royal, Nike. Und das hier ist mein Jordan 1 High in dem Royal Colorway. So, bleiben wir bei dem Thema Nike Dunks. Und das hier ist ein älterer Schuh von mir, den ich quasi aus meinem Schrank wieder ausgegraben habe. Und ja, das ist quasi so mein erster Dunk gewesen, den ich mir mal vor längerer Zeit geholt habe. Und zwar ist das der Nike Dunk Low in dem Oatmeal Colorway, also in diesem beige-weißen Colorway. Ist ein sehr schöner Schuh und das ist genau das, was ich meine. Das Leder, die Materialien, die Verarbeitung ist einfach was ganz anderes als von den neuen Dunks. Muss ich leider zugeben, dass sie da prinzipiell einfach ein bisschen was verändert haben, was meiner Meinung nach auf jeden Fall
nicht so schön ist. Der kam 2016 raus und dementsprechend trotzdem ein sehr schöner, schlichter, cleaner Schuh. Kann ich jedem empfehlen. So Nike Dunk Lows sind wirklich sehr angenehm zu tragen. Trotzdem eine sehr coole Alternative dazu. Falls ihr sowas nicht bekommt, ist auf jeden Fall ein Jordan 1 Low. Hat natürlich nicht ganz so viel Hype oder halt ein Air Force, ne? Aber trotzdem trage ich die halt sehr gerne. Auch die trage ich relativ selten, muss ich sagen, weil auch der Colorway ist zwar sehr clean, aber ein bisschen schwierig zu kombinieren. Beziehungsweise ich habe mich da zuletzt einfach nicht drin gesehen. Deswegen ist er bei mir auch im Schrank so ein bisschen vergraben. Aber jetzt habe ich ihn quasi zuletzt auch wieder ausgegraben. Und ich kann euch sagen, ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ja, müsste ich einfach mal ein bisschen öfters tragen. Und der ist so in Kondition noch so 9 von 10. Ist ein sehr schöner Schuh. So, dann bleiben wir bei dem Thema Jordan 1. Und da muss ich sagen, das ist so einer meiner Favorite Colorways, die auch zuletzt rauskam. Ich bin so wirklich ein Cremefarben, ein Graufarben-Typ. Und auch Weiß gefällt mir sehr gut bei Schuhen. Und der hier im Prinzip kombiniert alles zusammen. Ist auch ein Nike Jordan 1 in Low, der vor kürzerer Zeit rauskam. Muss ich sagen, habe ich mir damals gekauft. Bin ich sehr zufrieden mit. Könnt ihr auch immer noch, ich glaube, fast für Retail auf jeden Fall kaufen oder leicht ein bisschen höher der Preis. Aber es ist ein sehr schöner Schuh, muss ich sagen. Kann man cool kombinieren zu Chinos, zu allen möglichen Sachen, zu Jeans. Und der ist auf jeden Fall jemand, den ich öfters getragen habe als die High Tops. Hier den Royal und den Bred. Aber trotzdem ein sehr schöner Schuh. Kann ich jedem nur empfehlen. Wirklich zufrieden damit. Und das ist einer meiner Jordans Low. So, und dann kommen wir schon zum letzten Colorway. Und der letzte Colorway, ja, ist der Dark Mocha, der im Prinzip, oder ja, Jordan 1 Mocha, der vor ein paar Monaten rauskam. Ich muss sagen, den trage ich im Prinzip fast aktuell mit am meisten, weil er mir von dem Colorway und vor allen Dingen von der Verarbeitung sehr gut gefällt. Er hat ein sehr angenehmes Leder, sehr schön zu tragen. Die Farbkombo gefällt mir extrem gut. Und das ist so wirklich der Schuh, wo ich für mich wieder diese High-Top-Schuhe so ein bisschen entdeckt habe. Dieses Braun in Kombination mit diesem Creme-Weiß und dazu noch Schwarz gefällt mir extrem gut. Er sieht so ein bisschen Vintage aus, sieht so ein bisschen aus, wie wenn jetzt bei älteren Nike-Modellen die mittlere Sohle so ein bisschen vergilbt ist. Wirklich sehr nice. Und ich habe den bei mir zum Beispiel noch ein bisschen aufgewertet mit cremefarbenen Schnürsenkeln, wo ich sage, das gefällt mir extrem gut. Es gibt ja dabei schwarze oder auch so beige-weiße Schnürsenkel, aber ich habe mir nochmal so cremefarbene besorgt. Das gefällt mir sogar noch besser. Das ist quasi so aktuell mit so mein Daily Beater. Ich bin allgemein gesehen nicht so der Fan davon, einfach Schuhe zu haben. Also es gibt, jeder Sneaker Collector kann im Prinzip machen, was er möchte, um Gottes Willen. Jeder hat so sein Hobby und jeder hat so sein Vibe und finde ich auch vollkommen nice. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn er Schuhe sich kauft, auch auf jeden Fall tragen möchte. Und dementsprechend, ich weiß, dass ich mir die hier mal gekauft habe und dafür viel zu wenig trage, aber ich trage sie auch. Und dementsprechend kann ich euch sagen, so, das sind so meine Nike-Modelle. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welches euer Favorite-Modell davon ist oder eure Top 3 würde mich am ehesten interessieren von diesen Modellen, die hier jetzt hier stehen. Welches Modell soll ich mir noch zulegen? Natürlich habe ich auch Prestos, natürlich habe ich auf White Nikes, aber im Prinzip muss ich ganz ehrlich zugestehen, sind die nicht in diese Top 10 Sneaker mit reingekommen, beziehungsweise Top 11, weil ich ja den klassischen weißen Air Force One habe ich ja an, aber im Prinzip, die vergammeln noch viel mehr in meinem Schrank als die Schuhe, die hier teilweise schon sind. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt und hier ein Abo da lasst und vielleicht noch ein Like oder ein Kommentar. Das würde mich auf jeden Fall mega unterstützen. Und dann sage ich mal, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace, Leute.